Affären. Wie viele Ihrer Affären finden in der Fantasie statt? Und wie viele leben Sie aus? Wo beginnt der Ehebruch? A. Beim Gedanken an eine andere, einen anderen. B. Beim ersten Abendessen mit jemand anderem. C. Beim ersten Abendessen mit jemand anderem, das man zu Hause als Geschäftsessen verkauft hat. D. Wenn man einer fremden Frau Blumen oder einem fremden Mann Zigarren schenkt, ohne dass sie eher im Krankenhaus liegt. E. Bei der ersten Umarmung, respektive beim ersten Kuss. F. Beim Geschlechtsverkehr. G. Beim wiederholten Geschlechtsverkehr. H. Beim Geschlechtsverkehr mit der eigenen Frau, dem eigenen Mann, während man an die andere Person denkt. Welche Komplimente verunsichern Sie? Womit glauben Sie, Frauen oder Männern am meisten zu imponieren? Wie gut sind Sie imstande, die Tränen einer Frau, eines Mannes, zu ertragen? Glauben Sie eigentlich, dass die Anzahl Affären die Startbedingungen im nächsten Leben in irgendeiner Weise beeinflusst? Nimmt Ihr Wissen, das andere Geschlecht betreffend, mit der Anzahl Ihrer Affären zu oder ab? Nach wie vielen Affären haben Sie es aufgegeben, nach Treue streben zu wollen? Folgen Sie eigentlich einem Rezept, mit dem Sie Frauen, Männer zum Geschlechtsverkehr überzeugen, oder improvisieren Sie lieber? Ihr Lebenspartner hat Sie betrogen. Wie würden Sie es am liebsten erfahren? A. Direkt aus dem Mund Ihres Lebenspartners sachlich. B. Direkt aus dem Mund Ihres Lebenspartners weinend. C. Direkt von Ihrem Lebenspartner einige Zeit, nachdem die Affäre vorbei ist. D. Über Umwege. E. Von demjenigen, mit dem er Sie betrogen hat. F. Brieflich. G. Aus der Zeitung. H. Gar nicht. Weiß die Person, mit der Sie Affären haben, jederzeit, dass es sich um eine Affäre handelt? Oder lassen Sie sie absichtlich im Glauben, dass es mehr sein könnte? Oder ist es mehr, aber Sie deklarieren das Verhältnis absichtlich als Affäre, um sich vor einer möglichen Enttäuschung zu schützen? Verlieren Sie eigentlich das Vertrauen in einen Geschäftspartner, der seine Frau betrügt? Warum? Oder warum nicht? Wie oft geht Ihr Hund fremd? Ab welchem Alter haben Sie begonnen, Freundschaften ernster zu nehmen als Affären?